Ja, es bringt aber auch viel zu wenig Geld hier ein. Also, ich bin schon wieder bei 21.000. Ich verliere hier mehr Geld, als ich zusammenkrieg. Das ist ja echt unfassbar. Also, das verstehe ich jetzt echt nicht. So. Ach ja, der Spion. Aha. Weißt du was? Ich scheiße jetzt mal aufs Geld. Wir machen einfach weiter. Das Power-Up haben wir jetzt auch schon wieder nicht gekriegt. Weißt du, dann sage ich scheiß aufs Geld und dann finde ich ja wieder, was weiß ich, wie viel. So. Hier ist auch noch irgendwas. Okay, da ist ein Radieschen. Warum auch nicht? Okay. Kopfgeldjäger! Kommen wir nicht durch, leider. Okay. Dann verfolgen wir den mal. So. Der Typ da vorne nämlich, das ist ein Spion. Und ich bin selbstmordgefährdet anscheinend. Okay. Ja. Ja. Das ist ein bisschen frustrierend, dass ich hier gerade... Ich sag dazu nichts mehr. Absolut nichts mehr. Kein Kommentar. Sprecht mit meinem Anwalt darüber. Ja, das ist eh egal. Ich krieg eh nicht mehr die Kohle zusammen. Komm, egal. Machen wir anders mal. Ich will hier aber wieder hoch. Das wollte ich nicht. Ach ja, stimmt. Hier kann ich nochmal hoch. Dann gehen wir hier lang. Da komme ich nicht durch. Und dann hier rüber. Ja. Das Ding hier brauche ich nämlich. Und dieses Mal am besten nicht kaputt machen. Ja. Hat auf jeden Fall funktioniert. Komme ich da irgendwie schneller hoch? Ich mache erstmal alles Explosives kaputt. Da brauche ich die C3PO. Ist hier da irgendwie Geld drin? Hier gibt es auch ein ganz cooles Secret. Muss ich jetzt echt jedes Mal hier zurückgehen? Das ist ja ein bisschen nervig. Hier hoch. Und dann hier rüber. So. Na komm. Ja. So. Dann schieb das mal rüber. Und jetzt nicht kaputt schießen. Um Himmels Willen. Na, noch ein bisschen nach rechts. Ja. Okay, Leute. Wir schaffen das. Vielleicht. Aber die letzten Levels sind echt wesentlich länger. Das ist echt krass. So. Achtung. Oh, Entschuldigung. Angriff. Der Typ haut natürlich wieder ab. Wer hätte es anders erwartet? Ich sterbe wieder selber. Wer hätte es anders erwartet? Wie groß ist denn die Explosion, bitte? So, da ging es jetzt auch nicht anders. Da kommen wir nur mit der dunklen Seite durch. Ah, da kommen wir leider nicht rein. Hier, Lego Star Wars. Das ist ganz cool. Das ist quasi so eine Art Kino. Da kommen wir jetzt aber leider ohne weiteres nicht rein. Sehr schade. Okay. Sitzen wir falsch rum drauf. Das ist doch so ein Radieschen. Zweites.
Hier. Jetzt können wir uns nämlich einen Klonhelm aufsetzen. Okay. Ah, da wäre ein Power-Up gewesen. So, hier noch irgendwas Besonderes. Kohle ist mir jetzt echt egal. Ich finde es schön, wie er falsch rum auf dem Teil sitzt. Okay. Aha. Okay. Da vorne noch was? Nee. Ich gehe mal weiter. Boah, so schön ruhig, ey. Endlich. Aber gleich geht's wieder los. Das könnt ihr mir glauben. So. Das sind unsere Kumpels. Können wir nochmal zurück? Ah, schade. Wäre zu schön gewesen. Hier noch irgendwas? Nee. Wie schwer die Minikits versteckt sind, ne? Die elende Sau. Oh, das wird jetzt spaßig. Ja. Okay. Ja, ein Power-Up. Sehr schön. Muss ich quasi nur berühren, die sterben einfach. So. Kann ich irgendwie draufhüppen? Leider nicht. Ja. Ja. Sehr schön. Nein, nein, nein. Nein. Ach, fuck. So, wir müssen erstmal die Truppen hier ausschalten. Komme ich da irgendwie zu denen rüber? Hier oder? Nee. Ich will nicht schon wieder runterfallen. Nein, nein, nein. Oh. Ich habe nur noch ein Herz. So. Na, großartig. I. Ja. Ah, ich bin hier drin. Hi. Versuch dir mal eine auszuwischen hier. Oder auch nicht. Der steht hier aber auch nicht rum, ne? Nee. Ach du Heilige. So. Was hat denn der für Komplexe? Wie viele schickt der denn uns auf den Hals? Einmal die beiden hier. Hier hinten wäre noch... Na, zwei Stück noch. Das Geld ist mir jetzt echt völlig egal. Das holen wir uns dann echt bei einem anderen Lauf. Ja! So, wo ist der Typ? Wie ich den nicht erwische. Jetzt! Jetzt können wir uns knöpfen. Ist er irgendwo da unten rein? Ach, da. Nein! Jawohl! Sauber. Kann man hier? Einmal den hier. Jetzt müssen wir noch die Truppen ausschalten und dann haben wir das Level auch schon hinter uns. So. Ich glaube, da hinten ist noch einer. Ja, nein, vielleicht. Okay. Ist hier irgendwo noch einer? Ah ja. Okay. Gut. Dann hauen wir mal ab. Thank you.
Level abgeschlossen. Ja, Waren Jedi haben wir leider nicht geschafft. Schade, schade. Ja. Nicht sehr viel. Minikits haben wir 3 Stück gefunden, immerhin. Okay. Und wir gehen zurück in die Mos Eisley Cantina. Ja. Okay. Das hätten wir soweit jetzt geschafft. Jetzt muss ich kurz überlegen. Entschuldigt, Leute. Ich bin gerade etwas verwirrt. Wir gehen mal kurz zurück. Ach genau, jetzt fällt es mir wieder ein. Nee, hier lang will ich gar nicht. Jetzt sind wir als Ben Kenobi unterwegs. Ich will kurz mal zurück in die Kantine. Dann können wir mal gucken, ob wir uns mal wieder was kaufen können. 36,2% haben wir. Ja, Rebellentruppe. Sturmtruppe. Imperialer Shuttle-Pilot. Tastenräuber. Java. Sandtruppe. Greedo. Und imperialer Spion. Haben wir nichts gefunden? Hier noch irgendwas kaufen? Ja. Yep. So, da werden wir wieder blank. Leider. Ansonsten, was wollte ich denn noch machen? Ah, genau, jetzt fällt es mir wieder ein. Und mein Hals kratzt wieder. Sag mal, könnt ihr mal aufhören, mich anzugreifen? Was ist denn los? Wir fighten auf einmal alle gegen alle. 53 von 160 Gold haben wir. Da hinten rein können wir immer noch nicht, nee. Wann wir hier rein können, wie gesagt, keine Ahnung. Können die mal aufhören, sich hier gegenseitig zu verprügeln? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich gehe mal weg. Ich bin gerade voll verwirrt. So. Eine Sache wollte ich jetzt noch nachgucken, und zwar... hier. Ob wir da mal wieder was machen können. Eins, zwei, haben wir die schon alle abgeschlossen? Original. Das erste hatten wir auf jeden Fall abgeschlossen. Ja, da haben wir auch schon den Goldstein, okay. Anakins Flug haben wir anscheinend auch noch nicht komplett hier. Ja, eine neue Hoffnung. Stimmt, wollte ich auch erst später machen. Lego-Stadt. Ah, hier können wir jetzt auch rein. Was ist denn mit der Musik los? Ich mach nichts. Ich will hier nur mal meine Ruhe haben. Und die ganze Zeit diese pompöse Musik. Neue Stadt. Das machen wir auf jeden Fall alles später. Ja. Anakins Flug haben wir anscheinend auch noch nicht geschafft hier drin. Die müssen wir später auch nochmal alle machen. Aber hier, Podrennen. Genau, Podrennen. Ja, das hatten wir geschafft. Dann machen wir die alle auch irgendwann mal später noch. Das sind auch nochmal solche extra Level. Ich gehe mal weg. Ah ne, Trailer. Will ich gar nicht. Hier lang. Gut, Leute, und ich würde sagen, damit wäre auch die Aufnahme zu Ende. Ich würde hier gerne mal kommentieren können, wenn ich nicht die ganze Zeit diese Musik hier abgehen würde. Okay, hier ist anscheinend mal Ruhe. Hallo, Anakin. Wir haben jetzt bis Kapitel 3 gespielt von Episode 4. Das heißt, wir machen dann nächstes Mal weiter mit Kapitel 4, Rette die Prinzessin. Und wie gesagt, wir machen dann einfach ganz normal weiter in Episode 5. Wie gesagt, da wird es dann wichtig, die ganzen Powersteine zu finden. Da werde ich mich nochmal erkundigen, wie wir die dann genau kriegen, weil die sind da wichtig. Und ja, ich würde sagen, das erfahren wir dann alles in den nächsten Aufnahmen. Wie gesagt, ich bin noch ein bisschen krank, deswegen entschuldigt echt meine Stimme und die
geht jetzt auch wieder flöten, ne? Also, ich wollte ein bisschen was aufnehmen, das ging jetzt auch, aber jetzt langsam ist es auch weg. Sonst würde ich sogar noch ein bisschen aufnehmen, aber ist jetzt echt langsam anstrengend. Tut mir leid, falls ich mich ein paar Mal versprochen und ein paar Mal verlesen habe. Und die Musik, die irritiert mich gerade. Kann die Musik nicht einfach mal ruhig sein? Ah, meine Güte, ey, das ist echt stressig. Ihr hört es ja die ganze Zeit, dieser... Wieso auch immer hier die ganze Zeit Kampfmusik ist. Ich habe keine Ahnung. Gut, Leute, ich würde sagen, dann sehen wir uns wieder in der nächsten Aufnahme von Let's Play Lego Star Wars The Complete Saga. Dann machen wir weiter in Episode 4, im Kapitel 4. Und gucken dann, wie weit wir kommen. Wir haben 37,3% abgeschlossen. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Und dann noch ein herzliches Tschüssi.